sind wir auf dem Fahrradweg hinten zu den Königsschlössern, zu Neuschwanstein, und schauen, ob man mit dem Fahrrad schon die Bleckenau reinkommt. Nachdem man vom Hotel Ammerwald derzeit nicht zu einigen Standardtouren in den Ammergauern aufsteigen kann, zumindest nicht, wenn man aus Bayern kommt, schaue ich mir heute den Zugang von der Bleckenau aus an. Dabei macht eigentlich nur eine Anfahrt mit dem Fahrrad Sinn und ich starte gleich einmal in Schwangau. Freundliches Gespräch mit dem Wachmann. Zurzeit kein Busverkehr. Von daher wird es toleriert, wenn man mit dem Fahrrad hochfährt. Macht die Sache natürlich angenehmer als über die Rodelbahn. Jetzt runter in die Bleckenau. Auf die Straße schaut schon sehr gut aus. Nur zum Schluss kommen dann schon noch mal ein paar ordentliche Stiche. Die Radzufahrt ging gut und ab hier geht es endlich auf Ski. Wir gehen über die Brücke und halten uns am Fahrweg leicht links halten zur Alpe Jägerhütte. Immer schön am Bach entlang. Ein erster Steilaufschwung an der Forststraße. Dann hat man den Abzweig zum Ochsenelbleskopf erreicht, das von der Bleckenau aus am schnellsten erreichbare Skitourenziel. Ich will mir aber heute die Hochblasse oder die Grähe ansehen. Dafür kann man den Gipfel des Ochsenelbleskopfes natürlich mitnehmen, das ist mir heute aber zu weit. Also weiterhin flach nach hinten bis zur Alpe Jägerhütte. An der Alpe Jägerhütte kann man gleich den Bach überqueren. Oder man geht noch ein bisschen auf dem Weg entlang bis zu diesem Wegkreuz. In beiden Fällen halten wir uns dann links zum Ochsenangerle, um dann wieder leicht rechts haltend in das Tal zwischen Grähe und Hochblasse zu gelangen. Wer zur Hochblasse will, kann schon vor dem Ochsenangerle durch eine Waldschneise am Rande des Wildschutzgebietes aufsteigen und damit den Rücken zu erreichen, der zur Hochblasse hochzieht. Ich halte mich im Tal in etwa auf Höhe des Sommerweges und steige bis zur Rocktalscharte auf. Dies gibt mir die Möglichkeit abzuschätzen, ob ich für den steilen Gipfelhang der Grähe nicht schon zu spät dran bin. Den direkten Aufstieg zur Grähe hätte ich heute nicht mehr durchgeführt. Die Südhänge der Grähe passen gerade noch. Damit nehme ich die steile Querung in Angriff. Vorbei am Fensterl und dem markanten Zwischengipfel geht es zu dem erst nicht sichtbaren Hauptgipfel der Krähe. Der Blick hinunter zur Gumpenkarspitze und dem Geiselstein und von der Hochplatte über die Hochblasse bis zum Ochsenelbleskopf. Für die Abfahrt wähle ich dann den direkten Weg. Dazu fahre ich erst ein kleines Stückchen zurück. Dann über einen schwach ausgeprägten Rücken bei besten Firn hinunter zur Steilstufe zu fahren. Die Steilstufe ließ sich in einer Rinne noch ganz gut befahren, rechts und links sind die Felsen aber schon sehr weit herausgestanden.
die Abfahrtsmöglichkeit unbedingt im Aufstieg schon genau ansehen. Unten angekommen bin ich dann auf die andere Talseite zur hochblassen Abfahrt gequert, um auf die direkte Abfahrt zur Alpe Jägerhütte zu kommen. Bei der Querung musste man das ein oder andere Mal aber ordentlich anschieben. Belohnt wird man dafür aber mit einer schönen Abfahrtsstrecke. Bei der schönen Hütte hier, Beere. Jetzt wird es leider noch einmal anstrengend. Der Weg zurück zum Fahrrad hat viele Schiebepassagen, zumindest bei stumpfem Schnee. Dann lassen wir es wieder rausrollen. Und irgendwie bin ich wieder froh, wenn ich die Tour von der anderen Seite aus angehen darf.